muss erziehen und wollt eure Kinder gesund erziehen, gut erziehen, aber jeden Tag seid ihr selber nicht besser. Unfassbar. Deswegen sagt auch die Bibel, das lese ich jetzt einmal vor, keine Gottesfurcht, keine Nächstenliebe. Ihr vergeltet Böses mit Bösen. Ihr hasst das Gute. Ihr hasst das Licht. Ihr liebt die Finsternis. Und wartet ab, der Zorn Gottes ist über alle gekommen. Wartet ab. Jetzt lacht man noch. Wartet mal ab, wenn der allmächtige Gott seinen Zorn ausgießt. Wartet mal ab. Dann wird euer Lachen nicht dann werdet ihr nicht mehr lachen. Aber er wird lachen. So, jetzt lesen wir mal. Und die Bibel sagt auch vor 2000 Jahren, warte du ab, warte du ab. Das sage ich dir. Warte du ab, mein Freund. Warte ab. Das Leben kannst du dir nicht erkaufen. Du bist nackt geboren und nackt sterbst du auch wieder. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Was hilft es denn einem Menschen? Nochmal, was hilft es denn einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Das Leben kannst du dir nicht erkaufen. Den Himmel kannst du dir nicht erkaufen. Es ist ein Geschenk, Gnade. Und der Herr Jesus Christus ist vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen, weil wir alle Sünder sind. Er, der ohne Sünde war, er nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich und sagte, es ist vollbracht. So. Ja. Ich gehe hier mal hin. Ja, danke. So, jetzt lese ich einmal 2. Timotheus 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, unbeherrscht. Gewalttätig den guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Schaut euch die Kinder an. Schaut euch die Kinder an, wenn die sich gegenseitig prügeln. Die anderen nehmen das mit Kamera auf. Und hört mal, was sie denn sagen. Hau ihn tot. Ja, gib ihm noch eine. Also sie erfreuen sich an das Böse. Und wisst ihr warum? Weil die Bibel hatte mit allen recht. Du lachst darüber, aber dir wird das Lachen vergehen. Weil eines Tages wirst du vor dem allmächtigen Gott stehen. Und du wirst keine Ausrede mehr haben. Du wirst zittern. Was meinst du, wenn der allmächtige Gott wird mit dir kurzen Prozess machen? Guckt euch die Kinder an. Es gibt Kinderpartys. 12 Jahre. Club für 12-Jährige. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Habt ihr keine Angst um eure Kinder? Ihr zieht eure Kinder groß und ihr seht auf einmal, dass eure Töchter, die ihr großzieht, dass die auf einmal so mit 15, 14-jährigen Jungs abhängen und ihr wisst ganz genau, wozu diese Weltmenschen fähig sind. Und ihr wisst gar nicht, was ich gesehen habe. Kinder verkaufen Drogen, Kinder machen schon Einbrüche. Und die Frauen werden mitgezogen. Heftig, oder? Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt gar keine Kontrolle. Und der Satan lacht sich tot über euch. Das ist unfassbar. Hier. Und es heißt in Johannes 3, Vers 19. Daran aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott getan sind. So, und dann lesen wir in Sprüche einmal. Das will ich auch dazu lesen. Sprüche 24. Beneidet böse Menschen nicht und begehrt nicht, mit ihnen zusammen zu sein. Denn ihre Herzen trachten nach Zerstörung und ihre Lippen reden Unheil. Ihr ganzen Möchtegern-Zuhälter, ihr werdet eines Tages euch niederknien vor dem König der Könige. Alles, was ihr in der Finsternis getan habt, das hat der allmächtige Gott gesehen. Alle eure bösen Werke hat er gesehen. Alles, was ihr in der Finsternis gesprochen habt, hat er gehört. Der, der dir das Auge gegeben hat, der soll nicht sehen, was du tust. Der, der dir das Ohr gegeben hat, der soll nicht hören, was du da redest. Alles, was du in der Finsternis getan hast, wird im Licht offenbart werden. Resa hoch. Ja. Deswegen, nochmal, Liebe zur Welt, wer die Welt liebt, ist ein Feind Gottes. Diese Welt kannst du nicht mehr retten. Was willst du retten? Du sollst deine Seele retten.
Die Bibel sagt, die Welt wird zerstört werden. In Offenbarung wird ein riesiges Gericht über diese Welt kommen. Was willst du ändern? Willst du Deutschland retten? Wie, wenn, okay, du rettest Deutschland. Wie willst du dich gegen Gott anlegen? Wie willst du, Mensch, dich mit dem allmächtigen Gott anlegen? Wenn er was beschlossen hat, dann ist es beschlossen. Ganz einfach. Du musst deine Seele retten. Rettet eure Seele. Bringt euch in Sicherheit. Bring deine Seele zur Ruhe. Deine Seele sucht und sucht und sucht. Und nochmal, die Menschen gehen raus, um zu suchen. Sie wollen die ganze Welt bereisen. Sie gehen jedes Wochenende feiern. Und sie kommen immer wieder. Haben. Aber der Herr Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Gottes Segen. Hallo nochmal, lieber Bruder. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, okay, alles klar. Ich bleib ein bisschen im Hintergrund, höre zu, weil ich arbeite. Und ich habe auch sehr schlecht geschlafen. Von Sonntags auf Montags ist immer so eine Sache bei mir. Du musst nur ein bisschen lauter reden, Reza. Versuch mal ein bisschen lauter reinzureden. Ich muss mal die Kopfhörer wechseln. Sekunde. Ja, genau. Leute, lest die Bibel. Lest die Bibel. Lest die Schlacht. Lest das Wort Gottes. Entstaube deine Bibel, schlag auf und lese und lerne den Herrn Jesus Christus kennen. Gib ihm eine Chance. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich höre dich. Ja, okay. Nee, ich wollte nur sagen, ich bleibe etwas im Hintergrund, weil ich nicht so gut geschlafen habe und wirklich sehr müde bin. Außerdem bin ich bei der Arbeit. Ich muss dann immer wieder raus und rein. Deswegen bleibe ich im Hintergrund und höre zu. Und wenn ich gebraucht werde, dann versuche ich da einzuschreiben. Ja. Ich brauche den Koran nicht lesen. Ich lese die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Einzige, das ich mir erfüllen kann, dass ich sein will. Ganz einfach. So. Wenn die Menschen ganz kurz in den Griff sind. Warte mal. Bruder Reza? Ja? Meinetwegen, die hören dich dann sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Hörst du mich gut oder schlecht? Ja, jetzt höre ich dich gut. Ja, das ist, wenn ich auf der Autobahn fahre und das Fenster aufmachen muss, weil es so warm Warte, ist. Nee. Da wird es dann zu laut. Und wenn das zu laut wird, dann ist es für die Leute auch unangenehm, ja, natürlich. Werde du Christ, nimm du den Herrn Jesus Christus an, ich werde niemals Moslem. Ja, leider ist es ein Traum, dass viele am Ende der Zeit zum Glauben abfallen. Ne? Ja. Leider. Es ist erschreckend, ja, es ist erschreckend. Dass der Feind eben auch aus unseren Reihen auch Leute fischt. Wir fischen natürlich auch aus der Welt, aus seinen Fängen Leute. Und er fischt auch aus unseren Fängen wieder. Also es ist ein Schlagabtausch. Ja. Ja, halt. Ja, wie du schon sagst, Machtkampf. Ja. Ja, aber was meinst du, wie das abgehen wird in den nächsten Jahren? Es wird wahrscheinlich alles noch sich überspitzen. Sekunde.
Man hört dich nicht mehr. Ja, ich habe mich jetzt Stunden gemacht, weil ich arbeiten muss, lieber Bruder. Deswegen übernimm einfach mal. Wenn ich Ja, Zeit habe, ja. komme ich wieder rein. So, Leute, ihr könnt ja auch ein paar Fragen stellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch reinkommen einmal. Muslime, kommt zu den Herrn Jesus Christus. Euer Islam wird euch nicht retten. Deswegen sage ich euch, kommt zu den Herrn Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Ihr werdet verloren gehen und ihr geht verloren. Was ist denn da mit Ufuk-Stories? Leute, was ist denn da? Niemals komme ich zum Islam. Niemals. Niemals werde ich zum Islam kommen. Der Islam gibt dir keinen Frieden. Der Islam gibt dir ein Joch. Der Jesus gibt dir kein Joch. Ufuk hat ein Saat, ein. Okay, wartet mal. Schau mir das einmal an. So. So, und ich könnte auch den Muslim Allah Akbar wird dir nicht helfen. So, Leute, ich kann euch beweisen, ohne die Bibel aufzuschlagen. Ich brauche keine Bibel aufschlagen und ich beweise euch, dass der Herr Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist. Alle Hollywood-Filme kopieren den Herrn Jesus Christus. Alle, ich sage alle Hollywood-Filme machen sich lustig über die Bibel, machen sich lustig über den Herrn Jesus Christus. Die Musikindustrie macht sich lustig. Versteckte Botschaft mit umgedrehte Kreuze, Kreuze. Schaut euch das selber an. Diese ganze, ich zeige euch das einmal, wenn ihr wollt. Ich zeige euch jetzt mal was. So, die Elite hat es nicht auf den Islam abgesehen. Nein, 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 nein. Die machen sich nicht lustig über Mohammed. Sie machen sich lustig nur über die Bibel. So, ich möchte euch jetzt einmal was zeigen. Ihr habt doch schon mal von der Entrückung gehört. So, ich zeige euch jetzt einmal was. Die Simpsons möchten uns was sagen, die Macher von Simpsons. Weil die Macher von Simpsons involviert sind und ihr hört auf mit euren Stolz, Muslime. So, ich werde es beweisen. Ich bringe Fakten und ich beweise es jetzt den Zuschauern. So. Einen Moment. Ich zeige euch jetzt, dass die Macher von Simpsons uns was mitteilen wollen, weil die ganz genau wissen, was bald auf die Menschen zukommen wird. Die lachen sich ja tot über diese ganze Masse, weil es werden ganz viele Menschen verloren gehen. So, auch Squid Game. Squid Game kopiert den Herrn Jesus Christus auch. Könnt ihr auch, kann ich euch auch zeigen. So. Und wenn ich lügen sollte, werde ich nie wieder live kommen. Nie wieder. Und ich werde auch nie wieder einen Livestream machen. Und ich werde auch meinen Account löschen. Und das könnt ihr aufnehmen. Und mich damit bloßstellen, wenn ich euch keine Beweise zeige. So, und die Simpsons haben uns auch, haben doch immer so Prophezeiungen gezeigt. Und auch American Dad möchte uns was zeigen. So, ich zeige euch das. Ich suche das einmal raus. So. So, ich suche das. Einen Moment, Leute. Einen Moment. Bruder Reza. Bleibt beim Evangelium. So, ich zeige euch jetzt erstmal Video Nummer 1. So. Video Nummer 1 zeige ich euch jetzt.
Genau. So. Immer raus. So. Zurückgelassen. Oh, eine Ehr ist aufgefahren, Produktion. Toleranter Lebensstil im Aufwind, Bibel verhöhnt. Ich wünschte, du kämst mit uns in die Kirche, Schatz. Kirche? Ich spiele lieber Golf am heiligsten Tag der Woche. Oh, endlich eine Rolle, die ich nachvollziehen kann. Die widerfährt bestimmt nur Gutes. Aber Schatz, bei dem neuerlichen Ärger im Nahen Osten und anderen ominösen Zeichen kann das jüngste Gericht bald über uns kommen. Das jüngste Gericht? Nur die ruhehellen Wissenschaftler sagen, Religion ist nur ein Altweibermärchen. Tut mir leid, aber das Einzige, wofür ich bete, ist, dass du unsere Kreditkarten nicht überstrapazierst. Oh, Mr. Thompson, was ist, wenn Ihre Frau dahinter kommt? Wir leben in modernen Zeiten, das macht so gut wie jeder. Wohin ist mein christlicher Chauffeur verschwunden? Mein gottesfürchtiger Ehemann ist verschollen. Mein Baby, das ich taufen lassen wollte, ist weg. Was geht hier vor? Das ist die Apokalypse, Shauna, die Entrückung. Die Tugendhaften sind in den Himmel aufgefahren und der Rest von uns wurde hier unten zurückgelassen. Oh, und zurückgelassen? Wo habe ich denn das schon mal gehört? Das ist der Titel des Films. Oh, es ist überall. Wir waren solche Narren. Und weil wir Gott verschmäht und uns stillschweigend Satan zugewandt haben, müssen wir jetzt unter der Apokalypse leiden. Ich hab gedacht, alle Religionen wären ein Weg zu Gott. Ich hab mich geirrt. Warum habe ich meine Glaube auf Wissenschaft und Technologie gerichtet? Warum habe ich mich entschlossen, schwul zu sein? Okay, Leute. Okay, Leute. Okay. Ich zeig euch was. Okay. Ich zeig euch jetzt die vier Reiter der Apokalypse in der Bibel und in den Simpsons. So, und dann South Park, okay? Für die Muslime, die so stur sind und dann so. Und hört bitte auf, hier die Leute zu verführen. Hört auf, bitte hier zu täuschen mit eure möchtegern Fake News, okay? Ich bringe hier gerade Fakten. Ihr lügt nur. Ihr lügt und täuscht. Ich bringe Fakten. Ich sag nochmal, wenn ich das nicht zeigen kann und euch beweisen kann, ich gehe nie wieder live. Ich lösche meinen Account, mir egal. Ihr könnt das jetzt auch gerne aufnehmen. Ich zeige euch noch mehr. Das, was ich zeige, ist nicht mal 1%. So, einen Moment, jetzt möchte ich euch was zeigen. Das wird jetzt richtig heftig werden. Bitte schlagt mal auf, du lügst doch. Ja, gut. Nein, nicht sperren, nicht diesen Moslem. Ich zeige euch jetzt mal einmal. Schlagt mal bitte auf Offenbarung 6, Leute. Googelt das mal bitte. Offenbarung 6. Ich lese das euch gleich vor. Ich habe hier die Bibel und dann lesen wir einmal Offenbarung 6 zusammen. Und die Simpsons möchten uns was verraten. Also ich habe euch gerade die Entrückung gezeigt. Und die Entrückung kommt auch in der Bibel vor. Die Geschwister können auch den Vers hier einmal reinposten mit der Entrückung. So, ich zeige euch jetzt einmal die vier Reiter. Einen Moment.
So, bin wieder da. So, Leute. So, ich mache einmal das Bild wieder weg. So, ich zeige euch jetzt auch noch mal einmal American Dad und dann noch mal Simpsons. So, schaut euch mal bitte das hier an. Das ist genau das Gleiche. So. Ach komm schon, Francine, ich will nicht schon wieder zu spät in die Kirche kommen. Außerdem schaut Gott an Weihnachten doppelt so genau hin. So wie die Medien, wenn ein weißes Kind vermisst wird. Entschuldige, ich habe mir nur mein neues Kleid angezogen. So kann ich dich unmöglich in das Haus Gottes mitnehmen. Ich kann deine Waden sehen. Warte. Siehst du mit $2 aus. Und vergiss nicht, dass der Dollar momentan sehr schwach ist. So, um es kurz zu machen, das ist eine Beleidigung. Siehst du sogar, Roger zeigt sich entsprechend respektvoll an diesem heiligsten aller Tage. Ach, ich liebe eure Religion, weil sie so durchgeknallt ist. Jungfräuliche Empfängnis, Wasser zu Wein. Das ist so Harry Potter-mäßig, nur dass sie Völkermord und schlechte Volksmusik hervorruft. Wen schnupft sich denn da an? Neben mir steht da überhaupt keiner. Toll, kein Parkplatz. Dank dieser blöden schönen Wetterchristen, die nur zu Weihnachten oder Ostern in die Kirche gehen. Wollen wir doch mal sehen, wie schön das Wetter ist, wenn die Entrückung kommt und sie... Habt ihr das gerade gehört, wie der so sich lustig macht? Diese Wetterchristen, die dann nur zu Weihnachten in die Kirche gehen. Stimmt das nicht? Stimmt das nicht, Leute? Dass die Menschen nur Weihnachten in die Kirche gehen? Und guck mal, was uns hier American Dad hier zeigt. Das ist so mitten ins Gesicht. Zeigen die uns das. Aber wartet, es geht noch heftiger. Alle zurückgelassen werden. Entrückung? Was soll das sein? Das ist das erste Anzeichen vom Ende der Welt, wenn alle wahren Christen, so wie ich einer bin, zum Himmel hinauffahren. Hinauffahren? Wahnsinn, jetzt hebst du auch noch an. Schluss! Du suchst dir mit den Kindern Plätze, ich park den Wagen. Ich hoffe, ich habe den Teil nicht verpasst, wo die drei Chinesen mit dem Parfum für das Sternschnuppenbaby ankommen. Das ist wie das Tagebuch eines psychisch Gestörten. Verdammt, keine Sitzplätze. Ich bin umgeben von heuchlerischen Christen. Stan, Schatz, es ist Weihnachten, entspann dich. Ich entspanne mich nicht. Ich bin ein besserer Christ als jeder andere da drin. Ich bin derjenige, der zur jüdischen Schule fährt und dort Kinder mit einer super Soaker voller Knoblauchwasser tauft. Oh, okay, ich habe eine Idee. Von hier aus könnt ihr vorspulen. Mal länger als sonst durchgehalten, weil ich mich so auf die Puppen konzentriert habe, die der Hausmeister aus Fensterreinigerflaschen und Rattenpelz hergestellt hat. Eigenartig. Ich höre gar nichts mehr. Was ist hier los? Simon! Nein, ich bin live. Meine Güte, was geht hier vor sich? Die Entrückung. Das heißt, es gibt wirklich einen Gott. Was? Das kann nicht die Entrückung sein. Wenn das die Entrückung wäre, würde ich auch da hinaufsteigen. Und auch der zurückgebliebene Hausmeister. Ehrlich gesagt, habe ich Jesus nie so richtig in mein Herz geschlossen. Habt ihr das gerade gehört? Der Pastor mit Zigarette im Mund. Ich habe nie wirklich geglaubt. Und der Hausmeister, ich habe nie wirklich den Herrn Jesus in mein Herz gelassen. So, du Moslem wärst jetzt gestummt, weil hast ein verstocktes Herz. Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Seht ihr das? Seht ihr das? Und sogar die Muslime sehen das mit ihren Augen. Die Namenschristen sehen das. Seht ihr das? Hollywood macht sich lustig. Seht ihr das nicht? Ich zeige euch gleich noch viel mehr. South Park, Simpsons, American Dad, Rick und Morty. Die machen sich lustig. Ja, die Christen glauben doch so oder so nicht an Jesus. Seht ihr das? Die zeigen es uns. Die Pastoren in der Kirche sind ungläubig. Seht ihr das denn nicht? Habt ihr das nicht gehört? Und genau das zeigen die uns ins Gesicht. Weihnachten sind die Kirchen packevoll. Merkt ihr das denn selber nicht, wie heuchlerisch das ist? So, jetzt zeige ich euch noch was Heftigeres. Und diese ganzen armen Deutschen, ihr armen Deutschen, die euch verführen lassen habt, ihr könnt von morgens bis abends AfD wählen. Diese ganzen Politiker sind alle involviert. Die lachen sich tot über euch. Ihr wollt Deutschland verbessern? Ihr wisst gar nicht, mit wem ihr euch da gerade anlegt. Ihr legt euch mit Satan und seine Dämonen an.
Ihr könnt AfD wählen, es wird sich nichts ändern. Ihr könnt die SPD wählen, es wird sich nicht ändern. Das ist alles in der Hierarchie aufgebaut. Ist völlig egal. Ihr könnt eine neue Partei bilden und diese Partei wird so oder so nicht nach oben kommen, außer sie wird involviert. Es ist alles beschlossen. Versteht ihr das nicht? Der Deutsche will Deutschland retten. Du sollst deine Seele retten. Unfassbar. Das wird zu ändern. AfD, soll ich dir gleich... Ich zeige es euch gleich mitten ins Gesicht. Mitten ins Gesicht, wer die AfD ist und wer die Politiker sind. Ja, ich zeige es euch. Das hier machen sie. Das hier machen sie. Das hier machen sie. Lachen sich tot. Diese Leute spielen sich gegenseitig aus. AfD gegen SPD. Die bekriegen sich, aber im Hintergrund rauchen die Zigarre und sagen, guckt euch mal das dumme Volk an. Die haben gar keine Ahnung. Wir hetzen das Volk gegeneinander auf. Hä? Merkt ihr das? Also sie hetzen das Volk gegeneinander auf und die lachen sich tot im Parlament. Die reden, es wird alles besser, aber es wird nicht alles besser. Sie reden von Frieden, aber es kommt kein Frieden. Sie sind ja auch noch gottlos und reden gottlos und ihr fallt da drauf noch rein. Ja, AfD willen, es muss sich was ändern. In Deutschland ist die Milch teuer geworden, die Eier sind teurer geworden. Aber das ist mir nicht mehr ganz dicht im Kopf. Bring deine Seele in Sicherheit. Ihr werdet bald alle in die neue Weltordnung kommen. Jeder einzelne von euch. Ich werde es euch gleich zeigen. Das Bargeld wird abgeschafft werden. Die Politiker bereiten was Schönes auf euch vor. Und dann geht mal auf die Straße. Jetzt schießen sie noch mit Wasserwerfer. Aber danach schießen sie nicht mehr mit Wasserwerfer. So, ich zeige euch jetzt das nächste Video. Und wegen euch, Leute, kann ich gar nicht in Ruhe essen, aber das muss auch getan werden. Ich schicke dir das Video. Ich schicke dir das. Schreib mich an, ich schicke dir das. Schreib mich auf Instagram an, ich schicke euch das Video. So, ich zeige euch jetzt noch ein Video. Ich zeige euch jetzt noch was Heftigeres. Also, die spotten nur, wo sie können, wie sie können. Überall geheime Botschaften. So, ich hoffe, dass das Video nicht gesperrt ist. Wo ist denn das jetzt? Wo ist das jetzt? Ah, über South Park kann ich euch auch noch mal ganz kurz was zeigen, weil ich habe das hier gerade gefunden. Hört euch das mal hier an. Das ist auch richtig heftig. Oder warte, ich kann das euch leider nicht zeigen, das ist viel zu brutal. Da reden die über ganz primitive Sachen. Das kann ich euch nicht zeigen. So, ich suche jetzt gerade die eine Folge hier. Bruder Reza, du kannst auch einmal reinkommen, wenn du willst. Ich habe dir eine Anfrage geschickt. Bruder Reza, nimm doch mal an. Und dann möchte ich euch einmal gleich was vorlesen aus Offenbarung. Einen Moment, Leute.
gefunden. Was ist das? So Leute, ich habe das Video gefunden, schaut euch das mal an. Und dann lesen wir das gleich einmal in der Bibel. Und wir halten das dann einmal fest. Dass ich stürze. In deiner ewigen Allwissenheit hast du Roma zu Recht über mich erhoben. Nie wieder werde ich daran zweifeln. Aus dem Weg, Dad! Ja, wir hätten doch Spamalot. Also man sieht hier erstmal absolut Sport, ne? So. Machen sollen. Keine Panik. Ich werde sie glauben lassen, dass das geplant war. Wer sagt denn, das ist nicht so passiert? Schöpfe ich Kraft aus der Bibel. Oh, jetzt kommt das Evangelium gefolgt vom Kopf. Stört es Sie, wenn ich aus meiner Bibel lese? Aber nicht doch. Kein Wunder, dass Sie auch das gute Buch heißen. Alles ist möglich mit ein bisschen Hilfe von meiner Bibel. Oh nein, das ist ja der echte. Nein! Wie? So. Oh, me a new pair of glasses. Oh, that's what I get for voting for Kanye. So Leute, achtet mal drauf. 4 Pferde. Rot, schwarz, weiß und ein fades Pferd, okay? Achtet mal drauf, Muslime. So, weil ihr seid ja total verhärtet in eure Herzen und müsst ja 5-mal am Tag beten und Allah Akbar schreien und trotzdem kommt ihr nicht in den Himmel. Jetzt lesen wir mal Offenbarung. Und danach zeige ich euch noch was. Und die Außenstehenden, die Zuschauer entscheiden. So. Da könnt ihr mich beleidigen und sagen, ha, wartet ab. Wartet ab, ihr werdet noch sehen, was auf euch zukommt. So, Offenbarung. Offenbarung, das lesen wir hier. Ich zeige euch das jetzt über mein Handy. So, ich mache auch noch einmal einen Screenshot. So, wir gehen in die Schlachter rein. Schlachter 2000, Offenbarung. So. So, jetzt gucken wir mal und danach zeige ich euch noch was Heftigeres. Offenbarung. Ich zeige euch das hier. So, und wir lesen. Achtet mal drauf. Einfach nur mal ganz kurz drauf achten. Ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen. Okay. So. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Okay? Ein zweites Pferd. Also hier stimmen wir schon 2 Pferde. Und ich sehe ein schwarzes Pferd, okay? Hatte eine Waage, okay. Und sehe ein fahles Pferd und er drauf saß, okay. Wir haben jetzt hier 4 Pferde gesehen, oder? Schaut nochmal bitte hier, ganz genau. Hier, Pferd Nummer 1, Pferd Nummer 2, Pferd Nummer 3, Pferd Nummer 4, Offenbarung 6, Vers 1 könnt ihr direkt lesen. Und was kommt denn hier vor? Das ist ja der echte. Nein! You owe me a new pair of glasses. Oh, that's what I get for voting for Kanye. Habt ihr das gerade gesehen? Aber nein, 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 ihr müsst noch Mekka gehen. Ihr müsst noch Mekka gehen und den Stein siebenmal umkreisen. So, Leute. Und jetzt zeige ich euch Squid Game. Komm, ich zeige euch mal Squid Game. Komm, Muslime, komm. Ich verpasse euch den heftigsten geistlichen Knockout-Schlag. Geistlich, TikTok sportlich. So, jetzt gucken wir mal Squid Game. Eine der erfolgreichsten Serien. Und jetzt zeige ich euch was. Und ich zeige euch, ich kann euch 1 Million Sachen zeigen, wo jedes Mal der Herr Jesus vorkommt. Wie kann das sein? Die Bibel ist doch angeblich verfälscht und ein Märchenbuch. Aber warum interessiert sich Hollywood und diese ganze Musikindustrie dafür? Warum verspotten sie alle den Herrn Jesus Christus? Ist doch, wenn das ein Märchen ist, doch uninteressant. Warum, wenn der Islam die Wahrheit ist, warum greifen sie nicht denn den Islam an und machen da die ganze Zeit sich lustig? Kann das sein, dass der Satan es nur auf Christen abgesehen hat?
Ihn interessieren gar nicht die Religion, sondern er hat was gegen den Herrn Jesus. So, jetzt wartet mal. So, Leute, jetzt achtet mal drauf, was ich euch jetzt zeigen werde. Und ihr habt keine Ausrede, Muslime. Ihr braucht nicht kommen mit jüngster Tag und warum wusste Jesus das nicht, dies nicht. Ey, hört auf, das alles aus dem Kontext zu reißen. Ich zeige euch jetzt was. RFID-Chip. So. Mach mal weiter, Moslem. Geh mal bitte fünfmal am Tag beten. Mach mal Gebetswaschung, Nasewaschung, damit Shaitan nicht da kommt auf Toilette. Und bitte hol keinen Hund, weil sonst gehen gute Werke weg von 7 Kilometer Berge. Bitte, Subhanallah, mach das bitte nicht. Mach das nicht, deine guten Werke, die du dir gemacht hast. Mach das nicht. So. Wir schauen mal, ob die Bibel ein Märchenbuch ist. Ne? Wir schauen mal. Wenn Kaffee? Offenbarung 13, Vers 16. Wir lesen. Offenbarung 13, Vers 16. So, Leute, aufpassen, aufpassen. Jetzt zeige ich euch was. Ne? Wir schauen mal, ob das ein Märchenbuch ist. Ne? Wir schauen mal. Jetzt schauen wir mal. Dieser kleine Chip verspricht, unseren Alltag zu optimieren. Nie mehr Schlüssel suchen oder einfach durch Handauflegen bezahlen. Der kleine Stift wird unter die Haut geschoben, aber hält er, was er verspricht? Also, ProSieben, ZDF, RTL, die machen alle Werbung dafür. Die machen alle Werbung dafür. So, passt mal auf jetzt. Ich könnte euch 20 solche Dokus zeigen. Wir gehen in die Bibel. Wir gehen in die Bibel, Offenbarung 13, Vers 16. Und das zeige ich euch. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Feinen und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann. So. So, ab Vers 16 bitte lesen. Ihr könnt es auch nochmal sehen. Muslime, bitte, bitte viel nach Mekka gehen. Bitte, 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 bitte Stein anfassen, der die Sünden vergibt. Bitte, bitte, bitte nach Mekka gehen und Hatschreife machen. Bitte, bitte. Sonst Sünden gehen nicht weg, damit gute Taten weggehen. Und ganz viel fasten und beten. So, jetzt zeige ich euch noch was. Und ihr könnt euch dagegen nicht wehren. Ihr diese ganzen armen Deutschen, ihr könnt euch dagegen nicht wehren. Ja gut, Johannes, lesen wir, zitiere ich dir gleich, lege ich dir schön alles gleich aus, ja? Damit das Baby ruhig ist. So. Was ist denn hier? Was ist denn hier? RTL macht Werbung. Mit Mikrochip-Implantaten unter der Haut kann Landwirtin Juliane von der Uhr ganz praktisch ihre Haustür öffnen, beim Einkaufen bezahlen, den Computer anschalten und sogar den Futter... Seht ihr das? Offenbarung 13, Vers 16 steht vor unserer Tür. Muslime, die Bibel ist doch ein Märchenbuch. Wie kann das sein? Seht ihr das, was auf euch zukommt? Und jetzt zeige ich euch mal was. Ihr seid verhärtet. Und deswegen, ne, jeder kriegt das, was er verdient. Hauptsache Achibar tragen, ne? Warte, Schwein ist nicht gut. Aber Alkohol, ne? Frauen. Total. Also wenn ich einen wiedergeborenen Christen sehe, ich sehe eine Veränderung. Ich sehe Liebe, Demut in ihnen. Aber lacht mal weiter, lacht weiter, lacht weiter. Wir sehen ja, wie die Christen in diesen Ländern verfolgt werden und so. Und auch an die ganzen AfD-Wähler. Wählt mal weiter, Satanisten. Wählt weiter, Satanisten. Es wird sich nichts ändern. Junge WTF. Nix, junge WTF. Was? Geh Stein küssen, damit dir die Sünden vergeben werden. Hör auf, hier abzulenken. So, ich zeig euch jetzt mal was. Squid Game möchte uns was mitteilen, wie man gerettet wird. So, und das ist jetzt wieder, und ich zeige es euch, und ich zeige es euch. So, und ich muss diese Lügenleute hier sperren, weil die nur vom Teufel geschickt worden sind. Leute, ihr müsst mir nicht glauben, aber bitte schaut euch das mal jetzt an. Das, was ich euch zeige, ist ultra heftig. So. Jetzt passt mal auf, Leute.
So, ich zeig euch jetzt. So. Schaut euch das an, Leute. Squid Game. Squid Game. Ich beweise es euch allen. Ich beweise es hier ganz TikTok. Hier, hört mal. Glaubt an Jesus Christus oder fahrt in die Hölle hinab. Ihr Törichten, die ihr den Herrn verleugnet. Tut Buße. Der Tag des jüngsten Gerichts ist nah. Glaubt an Jesus Christus oder fahrt in die Hölle hinab. Für euch, die ihr nicht glaubt, warten nur die Qualen der Hölle. Kniet nieder vor dem Herrn. Glaubt an Jesus Christus oder fahrt in die Hölle hinunter. Leute, in einer Squid Game Serie, Squid Game, Staffel 1, Folge 9, Glückstag, glaube an Jesus. Leute, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen, Muslime? Einfach so in einer Squid Game Serie? Aber Hauptsache Johannes 5, Vers 20. Ey, sag mal, seid ihr nochmal normal im Kopf? Und jetzt passt auf. Das hier ist ein Blinder, der nicht sieht. Jetzt passt auf, das ist geistlich. Dieser Typ hier, weil er blind ist und den Herrn Jesus noch nicht erkannt hat, passt mal auf, was jetzt passiert, Leute. Jetzt öffnet er ihm die Augen. So. Glauben Sie an Jesus Christus? Boah, Leute, 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 Leute. Ich mach eure Realität kaputt. An euch alle Muslime, ich werde eure Realität so zerstören, bis ihr einfach sagt, nein, ich will in der Lüge leben. Ich zeig euch jetzt was. Und ihr seid Heuchler. Und ich nenne euch Heuchler. Und das würde ich euch mitten ins Gesicht sagen. Mir egal, was ihr mit mir macht. Mir ist es egal. Was wollt ihr denn mit mir machen? So, ich zeig euch jetzt mal was. Jetzt zeige ich euch was richtig Heftiges. Jetzt kommt noch ein heftiger Knockout. So, Leute, wartet mal ab. Ich habe euch gerade Squid Game gezeigt, oder? Wollen wir mal schauen, ob die Marvels auch den Herrn Jesus kopieren? Dann gucken wir mal. Einen Moment. Jetzt schauen wir mal, ob die Marvels das auch machen. Die Marvels. Die Marvel. The Arrangers. The Marvels, the Arrangers. So.
So Leute, ich suche das gerade auf Deutsch. Ich habe das leider nur auf Englisch. Einen Moment. Ich will das nochmal, dass man das klar hört. Das ist richtig heftig. Ich guck mal, ob man das auf TikTok findet. Das ist eine richtig brutale Szene, Leute. Okay, Leute, ich hab's. So, jetzt gucken wir mal wieder hier. Hollywood will uns wieder was zeigen. Hier. Macht gar nichts. Dann lege ich euch alle drei um und prügel es selbst aus Thanos raus. Und mit dir geht's schon mal los. Moment, was, Thanos? Na gut, ich frag dich jetzt auch was nur einmal. Welchem Herrn dienst du? Welchem Herrn ich diene? Soll ich jetzt vielleicht Jesus sagen? Du bist von der Erde aus Missouri. Ja, das ist auf der Erde, Knallkopf. Warum also, eigentlich an? Welchen Herrn dienst du? Soll ich jetzt Jesus sagen? Spider-Man lässt sich kreuzigen. Peter Pan. Ich zeig euch mal was. Ja, ihr lacht, weil ihr verdorben seid. Verdorbene Menschen kommen auch... Warte mal ab, euer Jenner, ihr wartet ja schön auf eure Frauen und Berge aus Diamanten. Du bist komisch, lass deine Filme. Nur weil ich die Realität, ich zerstöre gerade deine Realität, ich zeig euch noch was Heftigeres. So. Ich zeig euch ein Musikvideo. Guckt euch das mal an. Aber ich zeig euch noch was. Ich zeig euch noch was. Für die Muslime. Muslime, hört auf, diese Filme hier zu schieben, ja? Und die Christen hier und die Atheisten hier zu verführen, ja? Nur weil ihr da religiös hineingeboren seid. Hört auf damit. Das ist ein peinliches Verhalten von euch. Ich zeig euch jetzt was, was richtig heftig ist. Und der Samra wurde zigtausendmal widerlegt. Zigtausendmal wurde der Junge widerlegt. Der Typ ist einfach nur hochmütig, lügt. Und Mark Matthew, alle, die haben ihn alle schon wieder widerlegt. So, jetzt zeige ich euch was. Ich zeige euch, dass Superman der Herr Jesus Christus ist. Und da könnt ihr rumheulen, wie ihr wollt. Heult weiter rum. So. Das ist Natur. So mal ran. Ja, genau. Und noch ja, du kannst ja auch damit nichts anfangen. Und mit Google Lens können wir noch mehr über die Tiere und Pflanzen herausfinden. Das muss stumm gemacht werden, das nervt. Mit dem neuen Samsung Galaxy S23 Ultra. So. Meine Freunde, ihr wisst, dass ich wieder vorstelle. So, ich spule mal ein bisschen vor. Es gab. So. In einem einzigen tragischen Augenblick wurde dieser Planet zerstört. Aber es gab einen Überlebenden. So. Reifen der Platz, das hat uns gerade noch gefehlt. Der Weisheit seines Herrschers Jor-El ist es zu verdanken, dass er im Glauben an das Gute in uns seinen Sohn als Menschen auf die Erde schickte. Warte mal, habt ihr das gerade gehört? Dass er seinen Sohn als Menschen auf die Erde schickte. Okay, also dass er seinen Sohn, Superman kommt von einer ganz anderen Welt, er schickte seinen Sohn als Baby auf dieser Welt, also das Wort wurde Fleisch, Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wie heißt denn Superman? Kal-El, starker Gott. Okay, wir gucken mal. Hört mal hin. Muslime, hört auf zu lachen, geht Mekka. Mit eure Gelächel da. Das ist so peinlich. Ihr wisst selber nicht mal, ob ihr in den Himmel kommt.
Und wir lesen jetzt mal einmal ganz kurz einen Bibelvers dazu. Weil Superman heißt ja Kadel, starker Gott. Moment. Wir schauen, ob Hollywood wieder kopiert. Modis, kick diese ganzen Muslime hier raus. Kick die alle hier raus. Kick die alle raus. Die nur so Lügen verbreiten. Kick die alle raus, Leute, die denn nur stiften. Also, wir lesen Jesaja 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Kadel, starker Gott. Superman ist also starker Gott. Also nochmal, ein Kind ist uns geboren. Und ich habe ja auch gerade aus Johannes gelesen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So, nochmal. Hier nochmal. Schickte. Seine Eltern nannten ihn Kalel. So, nochmal. Der Weisheit seines Herrschers Jor-El ist es zu verdanken, dass er im Glauben an das Gute in uns seinen Sohn als Menschen auf die Erde schickte. Das ist Jesus Christus. Also Hollywood kopiert Jesus Christus. Ich zeige euch jetzt mal Peter Pan. Peter Pan ist noch öffentlich. Ich zeige euch mal Peter Pan. Peter Pan, und dann schauen wir mal, ob der Satan auch wieder hier gestohlen hat. Ja. Leute, bitte guckt das euch an und dann zeige ich euch gleich zwei Musikvideos. Ich werde euch gleich zwei Musikvideos zeigen, dass die ganze Musikindustrie, Hollywood-Industrie, es nur abgesehen hat auf den Herrn Jesus Christus und nicht auf die Muslime, nicht auf den Mohammed. So. Peter Pan. So Leute, guckt euch das mal an. Hollywood klaut die Geschichte von den Herrn Jesus Christus und wir schauen mal, ob Peter Pan... Ihr blamiert euch alle. Der sich hier blamiert, das bist du, der ein armer Mann ist, der die ganze Zeit hier versucht, Leute zu verführen. Ich möchte euch ein Vers erstmal dazu lesen. Gehört mal ganz genau hin, was ich jetzt vorlese. Ihr müsst ganz genau hinhören. So Leute, hört mal ganz genau hin und dann guckt die Szene an. Und schaut bitte nicht auf die Kommentare. Hört nicht auf mich, hört nicht auf die Muslime. Jetzt einfach mal hören, zuhören. So, und prüfen. Weil die Muslime wollen mit allen Mitteln das verhindern und auch die ganzen Atheisten, alle bekämpfen Christen. Warum? Schauen wir mal. Daniel 7, jetzt zuhören. Daniel 7, ein Prophet aus dem Alten Testament. Daniel 7, Vers 13. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision, mit den Wolken am Himmel kam einer, der aussah wie ein Mensch. In den Wolken kam einer, der aussah wie ein Mensch. Also in den Wolken kam einer, der aussah wie ein Mensch, okay. Dann gucken wir mal an die ganzen Zuschauer, ob Hollywood wieder gestohlen hat. So. Heftig, was für Teufelskinder ihr seid. Heftig, heftig, heftig. So. Und was haben wir gerade gelesen? Daniel 7, 13. Und was ist? Das ist sowas von krank. Und dich sperre ich jetzt hier für immer. Du bist für immer weg. Du bist für immer weg jetzt. Du verdorbener Mensch. Also nochmal, hier, Daniel 7, hier, könnt ihr lesen, doch ich sah noch mehr in meiner Vision, mit den Wolken am Himmel kam einer, der aussah wie ein Mensch, okay, hier, Daniel 7, 13, Altes Testament, und wir sehen, Peter Pan kommt in den Wolken.
Ah, also, was ist das Sinnbild? Passt auf, Kinder, für die, die ein gesundes Gehirn haben. Wer sind die Kinder jetzt da im Film? Wir sind doch Kinder Gottes, richtig? Richtig, so, für Leute, die ein gesundes Gehirn haben, die nicht einen dämonischen Geist haben, um andere zu verführen. Ich zeige euch das gerade. Ich habe gerade Daniel 7,13 für euch vorgelesen aus dem Alten Testament. So, Peter Pan kommt in den Wolken mit ausgestreckten Händen. Was ist? Wir Kinder Gottes, wir sind ja Kinder Gottes und warten auf den Herrn Jesus Christus. Und jetzt passt mal auf, jetzt, was jetzt kommt. So. So, ich spule mal ein bisschen vor. Schaut euch das mal an. Schaut euch jetzt diese Szene an. Du musst auch gesperrt werden. Leute, wie der sich so hinkniet und ihm das Schwert gibt. Und wie kommt der Herr Jesus dann wieder in der Offenbarung? Aus seinem Mund geht ein Schwert hervor und er kniet sich nieder. Aber nein, Hauptsache kein... Ihr Muslime, ihr seid so verdorben. Hauptsache Allah Akbar schreien, ne? 100-mal Allah Akbar, lalala, ilala, Mohammed, Mohammed, Mohammed. Ich zeig euch das gerade. Squid Game, Superman... Arrangers, Peter Pan, Hauptsache Allah Akbar, Essen Allah Akbar, fünfmal beten Allah Akbar. Wie, das ist doch kaputt. Ich zeig euch noch was. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch lange nicht fertig. Ich zeig euch noch mehr. Heute ist euer Glückstag. Leute, bitte den Stream teilen. Und bitte abonnieren, Leute. So, heute bitte alle folgen. Ich zeige euch jetzt noch viel mehr Sachen. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit und die nutzen wir jetzt aus. So, wir haben jetzt gerade Peter Pan gesehen. Wir haben gerade Daniel 7,13 gelesen. So. Ich zeig euch mal ich zeig euch jetzt was richtig Heftiges. Was ich euch jetzt zeige, das ist auch nochmal ein Knockout. Das ist Knockout hoch 10. Und das können die Muslime auch nicht leugnen. Hört euch das mal an, Leute. Der Film war im Kino und einfach nur mal den Trailer hören und ich kann die ganze Zeit so weitermachen. Ich kann von morgens bis abends weitermachen und wenn ihr noch mehr Beweise braucht, ich entschlüssel für euch ganz Hollywood, komplett. Ich entschlüssel komplett ganz Hollywood. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Szenen, einen Moment. So Leute, jetzt bitte einmal alle den Stream teilen, Leute, bitte. So, ihr kriegt auch Schatztruhen. So, ich habe euch gesagt, Leute, ich sag's nochmal. Ich habe euch gesagt, wenn ich das euch nicht beweisen kann, werde ich meinen Account heute löschen. Also heute ist der Tag gekommen, wo ich euch beweisen werde, dass sie irgendwas gegen das Kreuz haben. Heute werde ich euch sehr tief in diese Materie reinbringen und euch zeigen... So, ist auch egal, wie viele Zuschauer hier drin sind. So, ich werde euch jetzt einen heftigen Trailer zeigen. Schaut euch das mal an hier. So.
So, ich möchte euch unbedingt was zeigen. Ich suche gerade den... Es ist 30 Jahre her. Den Trailer. Warte einen Moment. Liegt in meinen Händen. Okay, Leute. Okay, Leute. So, passt auf. Was habe ich hier in der Hand? Was habe ich hier in der Hand? Ich habe eine Bibel in der Hand, oder? Leute, habe ich eine... Ich habe doch eine Bibel hier in der Hand, oder? Die Bibel. So. Jetzt schauen wir mal, was uns Hollywood sagen möchte. So, ich mache es auch extra für euch ein bisschen heller. Wir gehen um 4 los. Ja. So, jetzt schaut euch das an, Leute. Es ist 30 Jahre her. Da hat der Krieg den Himmel in Stücke gerissen. Nur wenige haben überlebt. Unsere einzige Hoffnung liegt in meinen Händen. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wartet mal, Leute, wartet mal. Habt ihr das gerade gesehen? Die einzigste Hoffnung liegt in meinen Händen. Wartet mal, was hat er da? Einzige Hoffnung liegt in meinen Händen. So, jetzt muss ich das nochmal ganz langsam zeigen, weil das wird ganz schnell. Warte, ich muss das Stopp machen. Überlebt. Unsere einzige Hoffnung liegt in meinen Händen. Also, wir sehen einen Trailer. Die einzigste Hoffnung liegt in meinen Händen. Was zeigt uns hier Hollywood? Was ist das? Das ist doch eine Bibel. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das, was hier abgeht? Okay, Zufall. Okay, Leute, ich übertreibe. Okay. Schreibt es mal bitte rein, Leute. Hat der Herr Jesus Christus Tote lebendig gemacht? Ja oder nein? Bitte schreibt es mal einmal rein. Hat er oder hat er nicht? Hat er oder hat er nicht? Laut Bibel in der... Was wurde überliefert? Hat er Tote lebendig gemacht? Okay. Dann gucken wir mal. So, ich will euch was zeigen. Jetzt zeige ich euch einmal was. So. Ich möchte euch einen richtig brutalen Ausschnitt zeigen. Leute, bitte den Stream teilen, Leute. Wenn ihr möchtet, ich werde heute Abend, so Gott will, live kommen und noch mehr euch zeigen, Leute. So Gott will, werde ich euch noch mehr zeigen. Und noch mehr entschlüsseln. So, ich suche jetzt hier gerade was raus, was sehr, sehr, sehr heftig ist. So, Leute, ich kann die ganze Hollywood, ich werde euch ganz Hollywood entschlüsseln und dann auch die ganze Musikindustrie, wenn ihr wollt. So, ich zeige euch jetzt was richtig Heftiges. So, ich habe die Szene jetzt, ich habe das jetzt gefunden. Also, so wie wir wissen, hat uns Gott den Oden eingehaucht, ne? Jeder würde zustimmen, ja. Der Herr Jesus hat Tote lebendig gemacht. So, der Satan schickt seine Hollywood-Stars mit verschiedenen Masken. Und es dreht sich alles immer nur um Gott. Aber es ist immer unterschwellig. Es ist für den, ihr müsst euch vorstellen, Menschen, die nicht sehen können, die brauchen erstmal diese Brille, um zu lesen. Stellt euch mal vor, ich kann nicht lesen, weil ich diese Brille nicht auf habe. Ich sehe die Buchstaben nicht. Also ich habe diese Brille nicht auf. Ich kann das nicht lesen. Ich kann nicht erkennen, ob das jetzt ein D, ein F oder ein K ist. Ich brauche diese Brille. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Wir kennen ja die Geschichte mit Lazarus. Steh auf. Richtig? So, jetzt schauen wir mal, ob Hollywood wieder hier ein bisschen was kopieren möchte. So. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal diese Szene hier an.
Die Maus tot, die Maus tot. Und jetzt achtet mal drauf. Gott, der seine Hand reicht und sagt, gib sie mir. Die Hand Gottes. Achtet mal jetzt drauf. Die Hand Gottes. Und jetzt passt auf. Gebt ihn mir. Es ist vielleicht noch nicht zu spät. Ja, ich weiß das. Ich kenne das alles. Guckt jetzt. Passt mal auf. Die tote Maus wird jetzt zum Herrn Jesus gebracht. Was machst du da? So. Paul. Eine Frage, ich habe eine kurze Frage. Ist der Herr Jesus das Licht der Welt? Der Herr Jesus sagt, ich bin das Licht, richtig? Amen. So, passt auf jetzt. Jetzt schauen wir mal, ob er das Licht ist. Bitte, John. Hilf ihm. Bitte, John, hilf ihm. Und Gott pustet. Passt auf. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört, Leute? Er sagt, ich gehe mal ins Zimmer. Kannst du mich zu Meridian fahren? Ja, okay. Okay, Leute, ihr habt gerade gehört, er sagt, oh mein Gott. Er sagt, mein Gott, passt auf. Ich mach's nochmal, damit ihr das hört. Passt auf. Allmächtiger Gott, Entschuldigung, das war mein Fehler. So, passt mal auf. Und jetzt passt auf, Leute. Und jetzt kommt Licht. Passt auf. Und Gott pustet den Oden ins Leben ein, die Seele wieder zurück. Guckt euch das mal an, wie das so leuchtet. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute? Ist das nicht krank? Ist das nicht krank? Er pustet den Oden rein. Digga, das ist ein Film. Digga, geh mal hier raus. Geh mal zu deinen muslimischen Freunden und sing mal ein paar Shahada-Lieder. Und auch dieses Licht, dieses reine Licht. Jetzt passt mal auf. So, warte, das darf ich nicht zeigen. Und jetzt passt mal auf, Leute. So, jetzt passt mal auf. Was passiert hier? Die tote Maus ist lebendig. Das ist so krank, Leute. Ey, Leute. Also, die Maus wurde getötet und er sagt, gib sie mir. Seine Hand, die Hand Gottes, und dann pustet er den Oden rein des Lebens, die Seele wieder hinein. Und sie ist lebendig. Ja, aber warte mal. Und jetzt kommt es noch heftiger. Dieser Schauspieler hat Dämonen ausgetrieben. Die Dämonen haben gezittert in einer Szene. Er hat nichts verbrochen, dieser Schauspieler. Der ist unschuldig im Knast gewesen. Wer war unschuldig? Der Herr Jesus Christus. Richtig? Richtig. Er hat Kranke geheilt, Tote lebendig gemacht. Er hat Dämonen ausgetrieben. Das kann ich euch alles belegen und beweisen. Ich habe euch gerade nur eine Szene gezeigt. So, und ich kann von morgens bis abends weitermachen. Muslime, was wollt ihr noch mehr? Soll ich euch 100 Millionen Filme zeigen? Soll ich euch alle Anime-Filme zeigen? Ich zeig euch mal was. One Piece, einer der erfolgreichsten Anime-Serien überhaupt auf der ganzen Welt. Passt mal auf. Ich zeig euch jetzt mal was. Das ist jetzt auch sehr schockierend. Ich zeig euch jetzt mal ganz kurz was. So. Auf den ersten Blick hat man das nicht gesehen, aber schaut euch das bitte an. Das ist in einer One Piece Folge, ich glaube Folge 400. Jetzt zoomen wir mal ran. Was hat er da in der Hand?
Er hat die Bibel in der Hand. Seht ihr das? Leute, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Es ist einfach, das ist unfassbar, Leute. Der hat einfach in einer One-Piece-Serie die Bibel in der Hand. Hier, seht ihr das? Das ist unfassbar. So, Leute, ich werde jetzt den Stream beenden. Ihr könnt doch bitte alle folgen. Folgt mal bitte alle. Leute, bitte alle folgen. Ich werde heute Abend live kommen. So Gott will, und dann werde ich euch sehr heftige Sachen entschlüsseln. Ich versuche euch dann sehr tief in der Materie reinzubringen. Ich zeige euch noch viel mehr Sachen. Ich werde euch dann ganz viele Filme heute entschlüsseln. Ich werde euch Musikvideos entschlüsseln. Ich hoffe, dass ich dann nicht eine Sperre bekomme. Und ihr könnt euch das ja selber anschauen. Also ich werde versuchen, sehr, sehr viel zu entlarven. Leute, bitte einmal alle folgen. So, und ich bedanke mich auch an alle, die mich hier unterstützt haben, mit geteilt und so. Also, dass ihr das geteilt habt, geliked habt. Also, vielleicht heute Abend um 20 Uhr komme ich dann live. 21, also halb neun ungefähr. Und dann werde ich auch ein bisschen über Walt Disney zeigen. Musikindustrie, ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne reinkommen und mir auch Fragen stellen darüber. Was hast du davon, von den Filmen? Ja, das werde ich später, darauf werde ich später antworten und eingehen. So, ich muss jetzt den Stream beenden. Zeig uns Pokémon. Ich kann euch alles zeigen. Also ich kann euch Yu-Gi-Oh! Entschlüsseln. Ich kann alles euch entlarven und entschlüsseln. Also, ihr sagt mir irgendeinen Film, ich entschlüssel euch jeden Film. Schreibt rein und ich entschlüssel, egal was. Titanic, Die Maske, Jurassic Park. Es ist alles das immer das Gleiche, nur anders verpackt. Godzilla. Ich zeig euch Godzilla. Wartet, Leute. Eins zeige ich euch noch. Eins. Bleibt noch hier. Eins möchte ich euch noch zeigen, Leute. Den müsst ihr euch noch anschauen. Wartet. Wartet, Leute. So, eins werde ich euch noch zeigen. So. Seit jeher brauen wir unsere Radeberger Pilsner mit dem Anspruch, das Beste seiner Zeit zu sein. Und das gilt natürlich auch für unser Alkoholfrei. Also auf jeden Fall kommt Matrix. Leute, ich zeig euch später ein paar heftige Filme. So. Leute, bitte schaut euch das jetzt an, was ich euch zeige. An die ganzen Christen. Kommt der Drache in der Bibel vor, ja oder nein? Bitte schreibt es einmal rein für die ganzen Zuschauer. Kommt der Drache in der Bibel vor, ja oder nein? Ist das biblisch mit der Drache? Alle reinschreiben, damit das sehen. Kommt der Drache in der Bibel vor? Gegen wem kämpft der Drache? Eine Frage, gegen wem kämpft der Drache? Gegen das Kreuz, oder? In Offenbarung? Kämpft der Drache gegen das Kreuz, okay? Gegen den Herrn Jesus Christus, also gegen uns. Pass auf. Der Drache hat es auf die Gemeinde Gottes, also auf die Braut Christi abgesehen, richtig? So, ich mach mal einmal weg. Passt mal auf. Jetzt wird's richtig heftig, Leute. Jetzt schauen wir mal. Hollywood möchte uns was zeigen. Godzilla 2, dieser Kinofilm wurde 2019 ausgestrahlt. Walla, danke für die Krone. Und jetzt, passt auf, Leute, wieder ein Knockout. Weil ich habe euch gesagt, wenn ich euch keine Beweise bringe, ich lösche meinen Account. Ich halte auch mein Wort. Also wenn ich nichts beweisen kann, belegen kann, ich lösche meinen Account, ich komme nie wieder. Und ich rede auch nie wieder darüber. Aber jetzt zeige ich euch den größten Knockout. Passt mal auf. Und ich zeige euch später noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. So. Verhalten sich wie ein Rudel. Sie jagen. Sie alle reagieren direkt auf ein Alpha-Tier.
So, Leute. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Dann schauen wir noch mal. Was ist das denn hier? Das Kreuz und der Drache. Was ist denn hier los, Leute? Ja, Leute, was ist hier los? Seht ihr das, wie das so reingepackt worden ist für eine Sekunde? Und Dennis, bitte laufen lassen und nicht so viel reden. Doch, ich muss viel reden. Guckt euch das bitte an hier. So Leute, schaut euch das an. Wir sehen hier den Drachen und das Kreuz. Also der Drache kämpft gegen das Kreuz. Hier, ich mach's nochmal. Großer Gott. Sie verhalten sich wie ein Rudel. Sie jagen. Sie alle reagieren direkt auf ein Alpha-Tier. Wenn wir Ghidorah aufhalten, halten wir sie alle auf. Hätte denn noch eine andere Kreatur eine... So. Ja, Leute. Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Soll ich lachen, Leute? Soll ich die Leute im Kino auslachen? Habt ihr es gerade gesehen? Der Drache und das Kreuz. Was soll ich, Leute, soll ich weinen? Peter Pan kämpft gegen Captain Hook. Hook hat ein Auge, der Antichrist, gegen Peter Pan. Hook hat die Braut Christi entführt, also die Kinder Gottes. Und Peter Pan kommt, um die Kinder Gottes zu retten. Das ist, Leute, man muss weinen. Die Arrangers retten die Welt, retten die Braut. Und immer wieder, auch Thor zum Beispiel, das zeige ich euch. Thor mit dem Hammer. Ich zeige euch noch Herr Thors Fall von Himmel. Und das lesen wir in Jesaja 14, Vers 12. Das werde ich euch zeigen. Okay, Leute, ich beende den Stream. Folgt mir alle. Und ich danke euch, dass ihr hier zugeschaut habt. Ich wünsche euch alle Gottes Segen, Leute. Und ja, verpasst den Stream nicht. Schwester Lisa, ich hoffe, dass später Reza dazukommen kann, dass wir das dann gemeinsam entschlüsseln können. Und Leute, wenn ihr Fragen habt, kommt später rein. Ich wünsche euch Gottes Segen. Bis später. Dankeschön. So. Wie viel Uhr? Um 20 Uhr oder um 8:30 Uhr? Ungefähr so. So, Gottes Segen.